Und während ich euch das zeige, werde ich euch dann noch meine Meinung zu dem Game verraten. Denn das mache ich ja immer im letzten Part eines Let's Plays. Seht ihr, das ist noch nicht alles maximiert hier. Und ich habe ja im ersten Part eine... Das ist auch so eine schwache Waffe. Im ersten Part so eine Erwartung von diesem Game schon gesagt. Und hat sich daran was geändert? Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, wie sehr mir dieses Game gefallen hat. Dafür, dass es keinen G-Rank hat, dafür, dass es keine Subspezies gibt, dafür, dass es, ja, es ist sowas wie Monster Hunter Tri damals, aber im Vergleich zu Monster Hunter Tri ist das Game hier so viel besser. Eine Sache, die ich kritikwürdig finde, ist, das Game fängt wirklich sehr langsam an. Also der Low Rank fühlt sich an wie ein riesengroßes Tutorial. Der Low Rank ist sehr einfach und auch im High Rank geht es wirklich erst ab der Stufe, wo man die Orchard mit Misozune macht, richtig los in dem Game. Und es ist ein bisschen spät, finde ich. Also da hat man schon sehr, sehr viele Stunden und ich glaube gerade auf YouTube im Let's Play haben sehr viele schon mit der Zeit abgeschalten und haben den ganzen epischen Stuff, der uns jetzt hier am Ende noch erfahren ist, gar nicht mehr gesehen. Und das ist halt, ja, schade, aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Ich finde aber, das Game hätte ruhig ein bisschen früher stoppen können. Es ist auf jeden Fall ein gutes Game, wenn ihr noch nie ein Monster Hunter gespielt habt, euer erstes Monster Hunter. Ist es eigentlich super. Also vom Schwierigkeitsgrad her. Und gerade im Endgame, dafür, dass es kein G-Rank gibt, also das eigentliche Endgame fehlt ja noch, hat das Game echt tolle Herausforderungen und hat echt viel Spaß gemacht. Also wunderbares Game vom was das anbelangt. Was ich auch sehr großartig finde in diesem Game, die Waffenbäume sind so gut wie noch nie, finde ich. Also die Abwechslung ist groß, sehr gegeben, viele Waffen. Und das Upgraden macht auch einfach sehr viel Spaß, weil ich musste kaum farmen in diesem Game. Also wirklich, ich habe bis zu diesem Punkt, die 300 Stunden, waren halt alles neue Quests, coole Quests und neue Monster kennenlernen. Und ich habe nur zwei, drei Stellen, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen zu farmen. Wenn verschiedene Armor machen, da haben wir immer mal einen Gem gebraucht und die Gems, die erfordern Farming. Aber ansonsten kann man Waffe eigentlich bis zum nahezu letzten Upgrade, das seht ihr meine Lieblingswaffe, konnte man die upgraden, ohne dass man wirklich Quests mehrfach machen muss. Also ich habe fast alle Quests eigentlich nur einmal gemacht. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und da seht ihr meine jämmerliche Anzahl an Bögen. Und es ist, ja, ich fand's mega fun. Was ich ein bisschen kritisieren finde, ist, also dadurch, dass es keine Subspezies und so gibt, kommen manche Elemente ein wenig kurz. Eis ist ein bisschen, die Waffen sind, es gibt ja nur Bariot und Gosharak die meiste Zeit. Und Bariot muss man ständig diese Bernsteinhauer von ihm zerkloppen. Und das ist ein bisschen formintensiv. Gosharak hat auch sehr viele Upgrades, also da fand ich, ist ein bisschen mehr Form nötig als bei den anderen Waffen, weil du da halt auch bei Feuer hast du Anjanat, Rathalos, die Spinne, so viele Alternativen. Donner hast du sehr viele Alternativen, dank Nava und Sinope und Tobi Kadachi gibt sehr viel. Wasser gibt es auch, aber Wasserwaffen muss man sehr oft die Kugeln formen für das finale Upgrade. Aber wie gesagt, bis dahin ist es mega nice. Was allerdings sehr kurz kommt, sind die Statuswaffen. Also ihr habt es ja gerade eben gesehen, der Großteil aller Statuswaffen, gerade hier bei Lernschwert, das hier, das ist Max Upgrade und das hier auch. Und Doppelklingen ebenfalls, die sind Max Upgrade und die kann man eigentlich gar nicht mehr benutzen, gerade bei diesen Apex Monstern und Endgame Quest. Und das ist schon ein bisschen unbalanced, finde ich. Eine gute Statuswaffe, die es gibt, ist hier zum Beispiel, die upgraden random viel höher. Das trifft zum Beispiel auch hier auf Wasserwaffen zu. Das hier hat 210 Angriffskraft, das Großschwert dagegen.
ich hab's nicht maxed, aber das endet auch auf Mafia. Also, Statuswaffen finde ich fehlen durch das Fehlen von Subspezies. Denn gerade bei Subspezies, ja, da hätte es den Gift-Lutrot geben können, man hätte, keine Ahnung, ein Paragus haben können oder sowas. Aber das gibt's sicherlich dann noch im Tiering. Ich muss aber persönlich sagen, ich habe die Subspezies gar nicht so hart vermisst. Liegt aber auch an dem Line-Up hier. Ich meine, welche Subspezies hätten uns hier erwartet? Klar, Zinuke-Subspezies wäre geil. Aber Nagakuga-Subspezies, Rattalus-Subspezies oder was noch? Ratian-Subspezies, Tigrex-Subspezies, Diablos-Subspezies. Hammer finde ich gar keinen Mehrwert so richtig. Dann will ich lieber die Apex-Monster, die es hier gibt, und das macht mich eigentlich völlig zufrieden, was es an Endgame-Stuff gibt. Und ja, ich habe über das Gameplay geredet, über die Waffen geredet. Online hat auch, ich hatte kein einziges Mal einen Disconnect im ganzen Game. Ich hatte auch so gut wie keine Lags, erstaunlich. Auf der Nintendo Switch, der Plattform mit dem schlechtesten Internet von 1992, was noch vor Windows XP oder so gescriptet worden ist. Ja, ist wirklich so, könnt ihr nachschauen. Also erstaunlich, wie gut das Game läuft, wie flüssig es ist und auch die neuen Moves, die Seilbinder-Moves, die Verbesserungen, die es gibt. Würde ich sagen, wenn ich jetzt wieder Monster on the World spielen würde, ich würde diese Moves ein bisschen vermissen. Aber ich habe auch die Klaue und so zum Beginn vermisst in diesem Game. Ich habe mich aber mit den neuen Funktionen des Games eigentlich sehr gut abgefunden. Also aus meiner Sicht eine absolute Kaufempfehlung, aber ich schätze, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann kennt ihr jetzt das gesamte Game. Also entweder ihr habt es schon längst selber gespielt oder ihr werdet es wahrscheinlich nicht spielen. Egal, ey, das muss jetzt nicht sein, so nicht so zum Abschluss. Ich werde auf jeden Fall den G-Rank spielen, ich werde auf jeden Fall Let's Playen. Und bin sehr gespannt, was sie da noch bringen werden. Magna Malo Subspezies oder neue Drachenältesten. Ich fände ja mal einen Power Drachenältesten mega nice, wenn es sowas mal geben würde. Aber das ist nur meine Idee. Capcom, please. Okay, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann muss ich es anhängen, denn im Moment habe ich keine Ideen. Das Let's Play ist nun endgültig an einem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin, aber ich schätze mal, das nehme ich an. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Diese finale Quest hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und euch hoffentlich auch. Ja? Wenn dem so ist, ihr wisst, was ihr gern tun könnt. Und dann werde ich euch wiedersehen bei neuen epischen Let's Plays auf meinem Kanal. Mit noch epischeren... naja, okay. So episch wie die Apex-Monster in einer Quest wird es vielleicht so schnell nicht wieder. Aber, wer weiß. Vielleicht habe ich da schon was im Petto. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei und dann sehe ich euch. Bis dahin und tschüss.